Hallo und herzlich willkommen auf Deponia. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie oft ich diese Worte in den letzten Tagen schon gesagt habe, weil mir dauernd das Programm oder die Aufnahme abgestürzt ist. Hoffentlich klappt diesmal alles. Was ich auf jeden Fall noch sagen will, ich habe zwar die ersten paar Minuten von dem Spiel schon mal gezockt, aber ansonsten ist das hier ein relativer Blind Run. Bin gespannt, was da so kommt. Let's Play-mäßig, das ist vermutlich klar, wenn ihr euch das Video anguckt. Ich habe sowas vorher noch nicht wirklich gemacht. Schon jede Menge gesehen, aber noch nie selber. Also erwartet da nicht zu viel in Sachen Kommentar und ähnliches. Ich gebe mein Bestes. Aber ich hoffe, das Spiel wird für genug Unterhaltung sorgen. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Ja, möchte ein neues Spiel starten? Klar, deswegen habe ich es angeklickt. Wählen den Inventarmodus. Inventar per Klick, klassisch. Inventar per Mausrad, empfohlen. Und da Inventar mehr raus hat, hier auch das schöne Schild mit dem Wow hat, nehmen wir natürlich das. Und dann geht's auch schon los. Hm? Was denn jetzt noch? Sollte das Spiel nicht längst starten? Ja, schon. Aber die Schrottpresse ist kaputt. Und da dachten wir, wir nutzen die Zeit für ein Tutorial. Wer dachte das? Ich brauche kein Tutorial. Und wie willst du dann die Schrottpresse reparieren? Schau einfach zu und lerne. Vielleicht hörst du dir lieber vorher an, was ich zu sagen habe. Du hast hier aber nichts zu sagen. Ach komm schon, dauert doch nicht lang. Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick. Mal sehen. Ja, und da sind wir auch schon mittendrin im Tutorial. Was ich eben noch nicht erwähnt habe, ich werde natürlich so viel wie möglich ansuchen und versuchen, so viel wie möglich von dem Spiel mitzunehmen. Wir lassen uns also unsere Zeit und gucken erstmal rum, was hier so los ist. Der Kerl hier, das ist übrigens der Rufus, der Hauptcharakter des Spiels. Mit dem werden wir wohl die meiste Zeit hier verbringen. Hier oben eine Schrottpresse, ein Knopf, eine unauffällige Aussparung. Da unten liegt auch noch was. Da sitzt der Wenzel. Und wenn ich die Leertaste drücke, kriegen wir die sogenannten Hotspots angezeigt. Hier drüben überspringen. Das machen wir nicht. Wir gucken einfach mal, was hier oben los ist. Ich bin hier oben. Das weiß ich. Wolltest du mich nicht ansprechen? Einfach auf mich zeigen und klicken. Gibst du dann endlich Ruhe? Eigentlich wollte ich dir den nächsten Tipp geben. Wie aufregend. Ist ja nicht so, als ob wir Tipps brauchen oder so. Da unten. Hier oben, Rufus. Hier oben. Ja, doch. Ja, gut. Also, wie gesagt, da sitzt der Wenzel. Das ist Wenzel, mein Sidekick. Die ewige Nummer 2. Du sollst mich doch ansprechen, nicht mich angucken. Wenn das so weitergeht, machst du noch das ganze Tutorial kaputt. Ja, das ist natürlich das Letzte, was wir wollen, also... Computer, Wenzel ansprechen. Das musst du nicht extra sagen. Wer redet denn mit dir? Na du? Du hast mich angeklickt. Klugscheißer. Verrat mir lieber mal, was mit der Schrottpresse nicht stimmt. Sie drückt nur noch ganz sanft und matscht nicht mehr richtig. Das sieht doch nun wirklich jeder Idiot. Na, dann moderier du doch das Tutorial. Ein Klacks. Zuerst erkläre ich dir mal... Ich habe hier übrigens ständig so kleine Pausen. Ich frage mich, ob das Aufnahme auch zu sehen ist. Ja. Was war das jetzt? Achso, Wie man jemanden anspricht. Hä? Du klickst mit dem Mundsymbol auf einen Menschen? Völlig falsch. Ich habe dich nämlich mit dem Sprechblasensymbol angesprochen. Jeder weiß doch, dass es in diesem Spiel kein Mundsymbol gibt. Dafür aber das Sprechblasensymbol zum Reden. Und mein Lieblingssymbol, das Rufus-Kopf-Symbol zum Dinge anziehen, essen und trinken. Wenn du das schon nicht kapierst, wie soll ich dir dann jemals beibringen, wie man ein Objekt ansieht? Das weiß ich doch. Aha, und wie? Ich zeige mit meinem Mauszeiger darauf und klicke rechts, wenn ich das Augensymbol sehe. Ja, die Theorie ist einfach, aber wie sieht es mit der Praxis aus? Hey, das ist dein Tutorial. Du willst dich doch nicht etwa drücken. Aber nun gut, ich werde es dir vormachen. Siehst du dieses kleine Ding auf dem Boden dort drüben?
Ich werde nun mit dem Zungensymbol, dem Augensymbol. Ich werde nun dort draufklicken und es mir so ansehen. Pass also gut auf. Ja, damit meint er natürlich das kleine Teil hier. Aber wie gesagt, rumprobieren. Also? Ich dachte, du wolltest dir das Ding auf dem Boden ansehen. Ich sehe es an, da liegt es. Ich meinte, genauer ansehen. Einfach drauf zeigen und mit der rechten Maustaste klicken, sobald das Auge erscheint. Ja. Ich dachte, du wolltest dir das Ding auf dem Boden ansehen. Ach, da sagt er wieder das Gleiche. Ich überspringe das jetzt hier mal. Und dann sehen wir es uns mal an. Was ist das? Das ist ein Kathodenstümpel. Danke für den Input, Wenzel. Aber ich erkenne ja wohl eine hydrale Klemmzweige, wenn ich sie sehe. Blöd, dass ich sie nur ansehen kann. So eine Zweige könnte noch richtig nützlich werden. Du kannst sie mitnehmen. Du musst nur mit der Maus drauf zeigen, sodass das Handsymbol erscheint. Klicke dann links und du hebst sie auf. Nein, das muss einfacher gehen. Wenn du meinst... Gut, jetzt versuche ich es nochmal. Wolltest du nicht erst das Ding da aufheben? Zeige einfach drauf. Und sobald das Handsymbol erscheint, klickst du mit der linken Maustaste. Hetz mich nicht. Ist auch so ein kleiner Kontrollfreak hier, der Wenzel, ne? Dann nehmen wir es halt mal auf. Okay, ich habe die Klemmzweige aufgehoben, aber was mache ich jetzt damit? Du steckst sie in dein Inventar, da wo all deine Gegenstände hinkommen. Du hast das Ding aufgehoben. Jetzt kannst du mit dem Mausrad das Inventar öffnen. Mit dem Mausrad also. Ich frage mich, ob der noch irgendwas zu sagen hat hier. Ach ja, ich wollte dir noch erklären, Das habe ich mir nämlich fast gedacht. Wie man das Inventar öffnet. Ich weiß ja nicht, wie du es machst, aber ich benutze das Mausrad. So machen es die Laien, ja. Also wenn du es anders machen willst, musst du es im Optionsmenü umstellen, wo man mit der Escape-Taste hinkommt. Du weißt aber bestimmt nicht... Also das hier, das weiß er ganz bestimmt nicht. Wie man Objekte im Inventar benutzt. Ich klicke mit dem Handsymbol darauf und lege sie so auf meinen Mauszeiger. Klicke ich dann auf ein anderes Objekt, benutze ich die beiden miteinander. Ist er nicht niedlich? Man könnte fast meinen, du wüsstest, wovon du sprichst. Ich hoffe, ich bringe dich nicht an deine Grenzen, wenn ich frage, wie man einen Dialog beendet. Man klickt auf die letzte Option im Auswahlmenü? Pah, völlig falsch. Ja, aber völlig. Der Wenzel, der hat ja echt von gar nichts Ahnung hier. Jetzt möchte ich mir aber die Schrottpresse ansehen. Suchst du noch immer dein Inventar? Eben hatte ich es noch. Warum benutzt du nicht einfach das Mausrad? Es ist doch immer da, wo man zuletzt sucht. Moment mal. Hast du dir das nicht beim Spielstart so ausgesucht? Wenn du dich umentscheiden willst, kannst du es jederzeit im Optionsmenü ändern. Dann gucken wir uns jetzt mal das neue Wow-Inventar an. Maustaste gedreht. Hey, da ist es ja. Genau, das hier ist dein Inventar. Schon klar. Und hier kannst du dir alles ansehen, was du mit dir rumträgst. Du weißt doch noch, wie das geht, oder? Ja, natürlich weiß ich das. Das war... Wie kommt dieses seltsame Ding in mein Inventar? Keine Ahnung. Vielleicht brauchst du es für das Tutorial. Tutorial, Schmutorial. So, aber bevor ich hier noch weiter was mache, versuche ich natürlich. Und? Kombinierst du schon? Ist in Arbeit. Klicke mit dem Handsymbol auf einen der beiden Gegenstände, um ihn auf deinen Mauszeiger zu legen. Klicke dann damit auf den anderen Gegenstand, um beide zu kombinieren. War gerade dabei. Na dann... Was mache ich hiermit? Sieht aus wie ein zerbrochenes Ersatzteil. Na, dann pass mal auf, wie ich es repariere. Ja, die Lösung des Problems ist natürlich... Sieh her, Wenzel, es ist fast vollbracht. Beeindruckend. Und das meine ich ernst. Bin übrigens schon ein kleines bisschen heiser.
Also, falls ich mich gelegentlich mal räuspere, ich versuche das zu unterdrücken, aber... Naja. Sieh her, Wenzel, es ist fast vollbracht. Beeindruckend. Und das meine ich ernst. Und das meint er ernst. So jetzt aber. Dieses Ding soll ich also reparieren. Lass es, lieber Rufus. Das wird doch eh nichts. Ich weiß, für einen Laien mag die Situation unmöglich aussehen. Aber wie du weißt, ist unmöglich mein zweiter Vorname. Ich krieg das Kind schon gebacken. Alles klar. Ja, immer. Dieses Ding soll ich also reparieren. Lass ich ja. weiß, aber wie du... Und der Knopf. Knöpfe sind natürlich zum Drücken da, also... Wenn du soweit bist, musst du... Jetzt mach mal halblang. Es ist nur ein Knopf. Das schaffe ich wohl auch ohne dich. Hat er eigentlich noch was Neues zu sagen hier? Ja, ich wollte dir noch erklären... Nein. Wie man einen Dialog beendet. Man klickt auf die letzte Option im Auswahlmenü? Pah, völlig falsch. Na dann wollen wir mal das hier rein. Es passt. Als nächstes musst du... Du brauchst mir nicht alles vorzukauen. Den Rest schaffe ich schon alleine. Wie du meinst. Ich bin ja so klug. Ich weiß natürlich ganz genau, dass ich hier jetzt den Knopf drücken muss. Da wäre man natürlich so nicht drauf gekommen. Das hat mein genialer Verstand gerade so erarbeitet. Also... Rufus? Einen Tipp hätte ich dann noch. Ich hab dir doch gesagt, dass ich es auch ohne deine Hilfe schaffe. Ich ahne, muss jetzt, was jetzt nur noch kommt. Diesen Knopf hier drücken und schon. Ach, ich liebe Tutorials.